Hallo. Willkommen zu Lethal Company. Hi. Heute passe ich auf Moggy auf. Moggy, die Woche stirbt, beende ich mein Video. Moggy ist im Fieber. Dieses genau, Moggy, Video endet, sobald Moggy stirbt. Ja, das finde ich gut. Ich hoffe, jetzt schlägt aber so ein Blitz in uns ein. Doch, bleib dran! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sehe das nicht! Video ja, es ist halt nur so leicht, es ist so tatten, ey. Zum Glück habe ich zwischen den Videos gefragt, wie man aus Treibsand rauskommt. Kann doch nicht sein. Sonst wäre es jetzt gewesen. Ich find's gut, dass du nicht auf die Idee kamst, umzudrehen. Diesmal bin ich umgedreht. Ja, yeah, aber ohne Erklärung, meine ich. Warum haben wir eigentlich unsere Sachen? Es ist eine kleine Spitze, ich dachte, ich komme am anderen Ende wieder hoch. Fire Exit, let's go. In der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, haben wir ihn immer Feuereingang genannt. Und ich mag das Konzept davon, dass es einen speziellen Eingang gibt, wenn es brennt. Vielleicht, wenn es draußen brennt, weißt du? Ist ja gefährlich sonst. Ja, eben. Oh, schön. Ein Minecraft-Apple? Macht der erst Geräusche? Ja. Oder du nimmst da noch ein bisschen. Jetzt macht er gar keine bei mir. Ah, scheinbar irgendwie verbuggt. Jetzt krieg ich irgendeinen neuen Mod. Aber wenn du selber hin und her scrollst, dann hörst du es. Naja. Wir hätten Taschenlampen kaufen können. Oder irgendwas. Hätten wir? Schaltet man mit Geld? Ja, man startet mit 60 Geld. Oh. Ist es ein Plan, einfach random in eine Richtung zu sprinten? Hallo. Ich meine, wir haben Maid gefunden. Ja. Ist irgendwie der Duckt. Ich meine, ich drücke immer die rechte Maustaste und... Hast du mal eine Mark? Nee. einfach sagen, du hast nichts dabei und dann einfach weitergehen. Ja, aber weißt du jetzt noch, wo es rausgeht? So halbwegs, ja. Soll ich rausgehen? Okay. Hier ist noch ein Geil. Wolltest du noch raus? Ich bin Feierabend. Nee, ich bin noch geil. Wieso bin ich nicht wüsste, wo es rausgeht? Wo geht's denn raus? Das ist bisher noch kein... Ich sehe, glaube ich, Morgi. Ich hab das Ghost gesehen. Nee, okay. Das bildest du dir ein. Oh, Morgi leuchtet richtig mit seinen Schläuchen. Hier sind noch mehr gegangen. Ich hab Johnny gefunden. Ja, Bobby. Können wir wieder Zombie finden? Wo ist der weg? Oh, du hast mal einen dicken Apfel. Und du bist ja, Steve. Ja. Hier sind die Jungs. Hier sind die irgendwo. Ich hör Bobby. Ja, hier sind die. Ja, das ist der Maeve. Du siehst ein bisschen Hi! Ich bin Raymond. Ich bin ein bisschen verstört wahrscheinlich. Ohne Gelenke bist du ein bisschen gruselig. Noch ein Ding. Das ist auch so arschdunkel. Ich folge Mogi, der hat einen Plan. Da sind die blauen Schläuche. Ich bin blauer Schläuche. Blauen Schläuche. Das ist ein Schlüssel. Da hinten ist nur super viel von dem Dampf. Da will ich nicht hin. Okay, dann gucken wir uns da um, wo wir reingekommen sind. Ja. Ich habe hier so kurz ein paar Minuten verloren, aber du bist immer besser als Ash und du bist noch nicht gestorben. So, hier oben, von hier können wir schon mal nicht, das ist okay. Können wir das schon mal ausschließen, soweit? Ich höre so ein Wurmi. Nicht auf deinen Kopf lassen, ja? Ich versuch's! Wenn ich nur noch gedämpft rede, dann hat's mich erwischt! Dann nimm den Apfel mit! Mach ich! Da gehe ich mal lieber nach unten. Obwohl, hier drüben war doch noch. Johnny, kommst du mal? Hi! Bist du im Bahnhof drin oder wo? Ja. Okay. Ist relativ sicher hier. Bist du sicher? Ich hab erst weg. Ja, es ist sicher hier, Johnny, kein Problem. Wo seid ihr denn? Hier. Hier. Alter. Komm mit rein. Gibt's hier noch mehr? Ja, hier lang, ja, bei uns. Was? Warte, wo lang. Bist du hin? Bist du oben? Da oben. Ja, ich bin noch in der Nähe gewesen. Ich bin da eingelaufen. Johnny war neben uns. Wir haben geredet und er weiß nicht, wo wir sind. Warum ist das Johnny, so? Wir sind hier oben! Ja, was denn? Oh, Moggy leuchtet so richtig gut. Den sieht man überall. Ja, du deine Schläuche von dem Tanken. Warte, ihr kommt von hier. Wo ist Johnny? Was? Wie konnte... Johnny ist da drüben. Ich bin hier. Hi! Oh, aua! Ihr Dreckigen!
Hätte man das nicht verkaufen nicht. Können? Naja. Naja. Nein, Abzug ja. Holt uns wieder rein. Wer war das? Ach doch, Moggi, nicht nochmal denselben Fehler. Langsam. Wo war denn wer war das? Nicht? War hier irgendwo, aber wir schleichen einfach. Nein, ernsthaft, wer war das? Was Zombie? Schleichen. Ich hab einen Motor da, ich kann nicht. Johnny schleichen. Ah, schon wieder. Das Wichtige ist nicht zu schleichen, Johnny. Kann nicht schleichen. Hier kann man, glaube ich, rein, oder? Euer Plan war mir ganz völlig egal. Warum schleichen wir hier? Fire Exit, wer will testen? Wir sind da durch reingekommen. Keine Schaufel, oder? Also, ich will nicht. Oh ja, wir kamen durch Fire Exit rein. Hier nehmt den Apfel und ich gehe jetzt. Ich kann bestätigen, dass es sicher ist. Ja. Wenn ein Fire Exit ist, dann liegt der Loot auch einfach am Boden. Ich bring das mal zurück. Oh. Okay. Nee, aber manchmal klippt er dann auch in die Wand so komisch rein. Habt ihr noch was so. Für mich? Ich hab noch einen Slot. Habt ihr einen Apfel mitgenommen? Nee. Den Apfel hast haben jetzt, sie, ja. Hast du jetzt hier so Motorlimons bei Gewitter? Yippie! Da muss ich hier doch rein. Ich zieh noch mal rein. Keine Sorge, Johnny. Wenn's blitzt, einfach weiterlaufen. Ja, ja. So hab ich's beim letzten Mal auch gemacht. Ich geh nicht. Das hat ganz noch formidabel funktioniert. So, Johnny, denk dran, genauso wie ich, Treibsand. Fuck. Nicht hier drüben entlang, nicht hier drüben entlang, besonders wenn ihr Johnny heißt. Hier rechts, so runter, können wir hier lang? Weiß ich nicht. Hier war wahrscheinlich kein Treibsand, hoffe ich. Boah. Hier ist Treibsand, verfickte Scheiße. Boah. Boah, war das knapp. Oh mein Gott, die Treppe. Johnny. Oh, war das knapp, Alter. Oh, Johnny. Ich dachte gerade schon... Oh, Johnny, warum bist du nur im Treibsand? Das war knapp, Alter. Aber du hast es geschafft. Der Tommy hat's geschafft. Nimm mich nicht so. Hör auf. Stopp. Das ging so, als würde Hockey da sagen. So, nein, stopp. Okay, jetzt ist zu weit. Plan. Wo geht hier hin? Warum flankt mich auf einmal Rainbow? Hat dir was bestellt? Ich habe eine Schraube noch gefunden. Oh, stark. Ich hatte gerade eine Lok, also trifft sich das ganz gut. Crafte was, Steve, los. Okay. Deine Skills, die du gelernt hast. Apfel. Aus dem Apfelwellblech und einer Schraube. Kann man einen Ofen machen, auf jeden Fall. Oh, ist das ein Apfelblech? Wollte ich schon immer gehabt, haben. Aber ich war trotzdem in den Altslots, deswegen konnte ich die ganze Zeit nichts aufsammeln. So, Moggi, für dich. Tommy, für dich. Jo, oh, eine schlechte Taschenlampe. Aua, hallo? Ich hab eine Schaufel. Aber musst du die an mir testen? Wo ist Johnny? Ja. Nein. Johnny, hast du Treibsand gefunden? Johnny, wenn du erstickt bist, sag einfach gar nichts. Nein, Johnny ist gerade schon fast einmal in Treibsand reingetreten. Was sieht man da? Ist der Treibsand gerade? Was macht er nochmal? Was immer auf dem Monitor? Ich erkenne nichts. Er schaut in den Himmel. Er ist im Treibsand gestorben, oder? Er ist gestorben, glaube ich. Da ist irgendwas Grünes aber bei ihm in der Nähe. Der Pfeil hier unten rechts, der sagt, in welche Richtung er vom Schiff ist. Also er ist gerade links vom Schiff. Guck mal, ob ich finde was. Schalten wir auf das Zombie um. Ist das nicht rechts vom Schiff? Ich weiß Zombie auch nicht. Zombie ist aber schon zu weit gelaufen. Wo ist denn das Schiff überhaupt? Achso, ach, das Schiff ist der Zombie, Fall. Du bist zu weit gelaufen. Hinten links vom Schiff. Der will Zombie? Uns bestimmt den Sand rumzeigen oder so. Ach, Zombie. Ich guck mal den Radar von Zombie an und guck mal, ob... Da ist es. Nee, es ist unser Schiff. War ich in der Nähe? Ja. Du bist ja direkt bei den ersten zwei... links ist es. Er ist irgendwie unterm Schiff gestorben oder so. Ich weiß nicht ganz, wie er das geschafft irgendwie, hat. Irgendwie da so, glaube ich, von der Anzeige. Du bist instant daran vorbei. Nein. Der Pfeil zeigt zum Schiff den Halt. Das ist unter dem Gitter. Unter dem Gitter ist es. Ja, dann ist er abgesoffen. Warte, ich lauf mal hinten. Schaut mal mir zu. Bei meiner Perspektive müsst ihr die ja sehen, wenn ich in der Nähe von dem Gegenstand bin. Ah ja, bei der Treppe ist Treibsand. Ja, da beim Silo ist es, genau, da ist es. Da ist Johnny vorhin schon einmal fast gestorben.
Ah, ja. Ja, dann ist schon. Warte, warte, ist er wirklich da auf Marc? Du bist vorbeigelaufen. Jetzt links von dir, ja, da, links hinter dir. Wahrscheinlich im Treibsand unter der Treppe, oder? Er ist wirklich an dieselbe Stelle gerannt, oder? War nicht erreichbar? Nee, er ist halt im Treibsand wahrscheinlich, ne? Achso, ja, dann. Ich weiß nur nicht, was der Gegenstand war. Abheben. Will jemand die Schraube aufheben? Aber wir haben ja 109, das ist schon fast voll. Was hast du denn bräuchten? Das ist. Alter, war das laut. Hey Johnny! Danke, Mann. Wie ist das denn passiert? Oh, du bist gestorben! Was ist das, was ich da gerade gesehen habe? Ich dachte mir, hey. Oh. Oh, ich hab noch nicht. Was ist das? Hast du die Schaufel aufgeladen? Nee, die Schraube. Ja. Oh Mann, ich wusste nicht, dass das passiert. Wie, du wusstest nicht, dass warte mal, wo ist der andere? So, Moggy aus dem Spiel katapultiert? Muss mal eine Taschenlampe, ist jetzt weg. Die ist hier. Die liegt da. Ja, ich hab keine, oder? Hallo? Ja, wir haben nur vier. Ich hab auf dem Weg, um den Loot zu holen, den wir gekauft haben, da bin ich direkt ins Treibsand gerannt und ich dachte wirklich, also, ich hab den, ich sehe. Hast so viel lustiger gemacht, dass du gerade 5 Sekunden gucken musstest? Na, ich hab nach einem Wink gesucht, dann hab ich's nicht gefunden, dann dachte ich, was mache ich jetzt? Ich kann den Treibsand voll nicht davon unterscheiden, wie der restliche Boden aussieht irgendwie. Ja, das ist das Problem. Du bist in dieselbe Stelle schon vorhin mal reingerannt und hast gemerkt, dass du Treibsand bist. Ja, das stimmt. Nee. Das ist doch, das war der gleiche Treibsand, den du nicht mal identifiziert hast. Das war nicht das, aber es war nicht der, wo ich mich mit der Treppe rausgerettet habe. Doch, genau der. Nee, der war's nicht. Okay, wenn du das weißt. Dann warum haben wir dich dort sicher, gefunden? Ich bin sicher, dass das ist die. Wir haben ihn nicht gefunden. Das ist das Problem. Eigentlich hättet ihr beide sehen müssen, wo ich gestorben bin. Ihr habt nämlich noch eine Taschenlampe aus dem Treppsand gerettet, den ich. Da bin ich drin gestorben. Wo ihr so. Oh Gott. Weißt du, wo ihr euch so langsam rangewagt habt? So auf der Treppe, auf der Leiter, Maeve? Nee, scheinbar nicht. Nee, da ist niemand außer mir. Oh doch, da vorne ist er schon. Hast du gesehen, wie ich rübergesprungen bin? Ja, im Gegensatz zu Johnny bin ich rübergesprungen. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's aber nicht gesehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Schon was gefunden? Ein Zauberraum. Da lohnt sich irgendwie gar nicht hier drin. Ein Schlüssel haben wir gefunden. Ach, Schlüssel. Warte, ist hier. Warum ist hier nichts? Was? Hier ist kein View. Ah, hier ist auch Schlüssel. Schau rein. Ach, hier geht's doch rüber. Nee, die Schlüssel kannst du behalten. Okay, ich bin der Schlüsselmeister. Oh, Schlüsselmeister Maeve. Ja, du bist der Rätselmeister. Oh mein Gott. Ich will nicht der Rätselmeister sein. Oh, ich hab Shift los. Oh mein Gott. Der Mann hat hier schon alles gelootet. Nicht so frech sein jetzt. Wo höre ich die Leute? Hallo. Komm rauf. Für mich? Ich hab eine Schaufel in der Hand. Heute nicht Geburtstag! Oh, du hast eine Schaufel. Oh, okay. Was ist denn da? Ein Villager! Hast du den Krieg genommen? Nö. Ich dachte, Polly ist bei euch. Nö. Wir waren beim Fire Exit. Ja. Ich glaube, ich hab Johnny verloren. Na, ja, komm wieder. Oh, ich hab das Gefühl, hier ist ein Goldblock. Eine Kiste, ja. Oh, Zombie und eine Kiste. Oh, hier ist noch ein was ist das? Du sprichst das ganz komisch aus. Kiste? Nein, hier ist ein Zombie. Ach so. Zombie. Geh zu Johnny und frag ihn, wer ihn ausspricht. Johnny! Johnny! Oh nein. Wo ist dein Geschütz? Johnny gerade gestorben? Johnny? Wieso ist Fully jetzt hier? Die freut sich, dich zu sehen, Fully. Okay, ich merk schon. Also Johnny war nicht hier. Johnny hat irgendwie gesagt, ich bin tot und er meinte ja, nein, mir geht's gut und ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Okay, also zuletzt habe ich Johnny hier gesehen und er hat mit dem Villager gespielt. Ich höre Stimmen von Johnny. Komm her. Komm her, der ist drin. Da war noch Neugier nicht. Da hast du der Fire Exit. Die Kiste ist übrigens viel zu schwer. Oh, der mich in die Küche schubst. Johnny, wir haben eine Frage an dich. Wolltest du mich gerade umbringen, Maeve? Johnny, wir haben eine Frage an dich. Ja? Wie spricht man das aus?
Zombie. Hab ich das mich genannt? Ich glaube, ich bring mal die Kiste raus, die ist echt schwer. Okay. Okay. Okay, hast du noch Platz? Warte, ich werde den Sprung hier nicht schaffen. Der Haupteingang ist hier direkt daneben, ne? Ja, den brauche ich. Ja, pack auf Boden, dann nehme ich noch mehr mit. Ja. Kann man die Kiste eigentlich öffnen? Und Johnny auch noch was. Hier oben. Johnny schon wieder hin. Ich habe irgendwie nichts gefunden bisher. Ja. Bist du voll oder hast du noch Platz? Ich habe noch Platz. Draußen dann. Beste Sache ist, ich habe auch gerade mal 90 Pfund bei mir, also ich hab massig Platz. Will noch einer einen Schlüssel haben? Ich kann noch... Rein. Ich kann ihn mitnehmen, ich kann... 140, meine Freunde! Okay. Mögi, wir gehen los! Fully, ich war noch nie so schwer beladen in diesem Spiel. Schau mal, wie langsam ich renne, ich habe keine Ausdauer mehr. Wie viel hast du denn? Wie viel 140. Ich habe 19. Aber ja, fair aufgeteilt alles. Pass auf, wo ich meine Ausdauer ist gleich voll. Dir, ne? Ich werde jetzt mal mit der so weit rennen, wie ich kann, okay? Okay. Oh, das ist weiter als ich dachte. Keine Ausdauer mehr. Das war weiter als ich dachte, du. Ich habe keinen Schimmer. Ah, okay. Da lang. Hier ist irgendwo das Schiff. Ich war auch sehr verwirrt, den Weg überhaupt zu finden, weil das anders aussieht als sonst hier. Ja, ich bin durch den Fire Exit rein, also... Den habe ich nicht gefunden. Für den muss man so eine Leiter hoch. Ich habe den Haupteingang gefunden. Ah. Ja, Johnny ist irgendwann verschwunden. Dann meinte mein PC, du hast nicht mehr genug Speicherplatz. Ich denke mir, was zum Fick hat jetzt meine C-Festplatte voll gemacht? Das wird mich gleich noch ärgern. Auf die C-Festplatte aufnehmen, hört euch das an. Nein, das mache ich nicht. Nein. Ich bin doch kein Tier, hallo? Okay. Ah ja, stimmt. Ja. Du hast ganz komisch viele Festplatten. Ja, yeah, ja, aber meine C-Festplatte ist plötzlich voll geworden und ich weiß wirklich nicht, wieso. Bestimmt ein fettes Windows-Update, wo Windows das sagt, oh, du brauchst 10 GB und da ist ja Platz, ich mach alles voll. Ich werde es einfach auf Premiere Cache schieben. Ich meine, den will... Oh, andere Richtung. Mit wem redest du da drüben? Johnny labert mit dem wen. Immer am Schnattern, der Junge. Schon mal daran gedacht? Was? Dass du schnatterst? Ich rede mit dem Hund. Wie so eine Schnatterliese. Die Hunde, die wollen auch unterhalten werden. Hey, Hunde, da ist Frischfleisch. Schaut euch den Raymond an. Keine Nein. Schenkel oder Arme. Aber dafür Brust. Du bringst dich selber ein bisschen in Gefahr damit. Ah. Oh, mach jetzt Geschenk auf, okay? Raymond zuzubereiten okay. Ist der Block ist 58 wert, was? Ja, das ist ein guter Block. Das ist ein Amboss. Der ist auch 105. Absolut schwer, um ihn hier nach Hause zu tragen, tatsächlich. Toller Amboss. 105 wiegt der. Ja. Toller Amboss. Sowas bin ich immer zur Schule früher gegangen. Wie kann man mit denen reden? Gar nicht. Kann man nicht von da aus irgendwie mit denen reden? Was meinst du, mit wem reden? Mit denen, die da drin sind. Hey, ich hab den Zombie gefunden. Nein, wir haben doch Walkie-Talkies benutzt. Okay. Er steht einfach da. Das Geräusch. Stark. Aber irgendwie hat er kein Gesicht. Er hat sein Gesicht gestohlen. Ja. Wie spät ist eigentlich gerade? 5:54? Ja, nee, wir werden zur Sicherheit. Ich werde zur Sicherheit hier bleiben. Ich bleibe auch noch. Also, ich finde nicht, dass es sich lohnt, nochmal loszulaufen. Das sind wir. Melf und Zombie sind im Team unterwegs. Was macht Johnny? Johnny ist, der ist wieder drin. Was zum Fick haben die da dabei? Ist das eine Mumie? Oh mein Gott. Warte, wurde Zombie von der Spinne erwischt? Oh nein, er wurde von der Spinne erwischt. Er ist die riesige Salami. Das ist ja wie bei Gollum. Oh. Man sieht jetzt so viel, ne? Schön. Ja. Wir nehmen keine Mumien an. Hunde? Hallo? Komm hier rüber, das Schiff ist hier.
Jungs? Wir nehmen keine Mumien hier rein. Mich hat ein Hund gesehen, ich gehe jetzt. Mumien haben hier keinen Platz. Wir machen ein Schild, Mogi. Pass auf, ich schreib keine Mumien. Mach Tür zu! Hey. Was schreibst du? Keine Mumien. Oder auf Englisch, no Mummies. Mummies sind nicht erlaubt. Mummies. Hallo Maeve, was kriegst du da mit? Maeve, ist hier ein Hund? Heulen mit der Schaufel. Bonk. Maeve, wir haben hier eine Regel. Warte mal. Ist das Zombie? Eine Regel. Ja. Das habe ich doch gesagt, Herr Fully. Die Kuh wiegt 69. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Können wir ihn irgendwie auspacken? Das ist so. Hier ist nichts wert. Das ist gruselig. Können wir ihn aufladen? Bei mir ist er lustig. Herr Beutling. Gar nicht, was ist passiert? Warte, wir sind ja schon ich wollte ihn den Ring nicht abnehmen. Nein, Herr Frodo, sagt er. Nee. Hä, warum kann ich dann. Warum konnte ich gerade landen? Keine Ahnung, nein. Vielleicht an, der 9, an den 69 Gewicht von der Kuh. Oh. Raymonds also Hände machen, was sie wollen, das war ich nicht. Meine also auch. Weil alle Buben überlebt haben, wo das Zombie gestorben ist. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Ah. Moggy twerkt zu viel. Ja, bei mir steht, ist der Süßeste. Hat geklopft. Du bist der Süßeste. Okay. Ja! Willkommen zurück. Du hast die Spinne getroffen. Willkommen zurück. Die einmalige Chance muss man ja mal nutzen. Ich hab Maeve gerettet und er sagt nur, oh cool, die Buben haben überlebt. Nee, das stimmt schon. Was? Wie viel sind die Buben und du bist Zombie? Du guckst, dass du ja auch so böse. Hey, Zombie, wie heißen deine Videos? Zombie. Lethal Company mit. Tommy. Den. Wie heißt Tommy? Ja, die Buben. Also sind wir die Buben. Okay. Wer ist Teil davon? Hallo? Willst du ihn ausschließen? Bist du ein Mobber? Bist du ein Ausgrenzer? Manchmal ist auch Hockey Teil davon. Wir haben übrigens auch eine Amboss gefunden. Nach der Minecraft-Leistung wird Ricky nicht mehr so schnell Teil der Buben sein, glaube ich. Schöne Schulerfahrung. Das wollte ich mir davor erzählen, die Minecraft-Leistung, ja. Haben wir noch einen Teil? Das war so laut! Aber hattest du es gehört, dass die Kuh 6-mal so schwer war wie deine Leiche? Ja, nicht mehr. Ich meine, es ist eine Kuh. Ach du dicke Kuh. Da kriegt man ein bisschen was raus. Ach du. Ich mag es, dass man die Kuh noch weiter gehört hat. Wo ist der denn her? Der wiegt ja 100. Ach, der war aus dem Geschenk. Ja, ah, mein Geschenk hat einen Amboss. Das war ein Geschenk. Wir haben 655 am Schiff. Okay. Im geschenkten Armbrust schaut man nicht in... Ja, wo schaut man hier nicht rein? In die Armbrust. Meine Mission ist bisher erfolgreich. Die Folge wurde noch nicht beendet. Das war ein bisschen wie der Hockey-Reim von Bruno. Nein, warte, stimmt nicht. Ich habe die Schraube aufgeladen. Hockey kann reimen? Nee. Also ein Paar oder Kreuz rein. Das hatte ich als tot gezählt. Das Witzige ist, lebt, zählt es nicht. Okay. Das kann ich akzeptieren. Hallo! Der Mann rennt einfach... Vorsicht! Ich hab immer so Pech. Die ist ein bisschen empfindlich im Weg. Jungs, ich hab ihn gefunden! Ein Crisper! Ja. Wir schauen, was passiert. Kann er explodieren? Yeah. Hau drauf, okay? Ich werde dich nicht erwischen, wenn jemand drin ist. Ja, hier kommt niemand drüber. Okay. Ja, jetzt hast du eine. Okay. Hier sind zwei Teile, die von der Schaufel penetriert werden wollen. Oh, klar. Penetriert! Aha, da ist eine Mine. Die ist dunkler, die ist falsch. Die ist auch richtig. Okay. Was? Hat jemand den Schlüssel? Nee. Ich hab den Schlüssel nicht mitgenommen. Das ist im Schiff. Ja. Ich nehm nie Schlüssel mit. Willst du den Typen wegbringen und schnell Schlüssel holen? Du kannst auch Fire Exit nehmen, der ist näher dran am Schluss. Baba!
So, an der Mine vorbei. Hier unten geht's nicht weiter. Okay, sehr schön. Nein, wir haben da was übersehen, Freunde. Hier lag noch was. Der Toy Cube. Nice. Was hast du? Oh. Was ist ein Gamecube? Achso. Morgi würde auch ein Gamecube finden, ja. Gamecube hätte mich mehr gefreut. Mich auch. So, wo ist Johnny? Hättest du dann gesagt, Nee, Big Bold. Also Johnny hat scheinbar nicht bis hierhin überlebt. Morgi, hast du Bock, den mal aufzuladen? Ja, Johnny doch. Ist tot? Ja, lauf ihn mal auf. Hätte ich nichts gegen, ehrlich gesagt. Ich häng fest an dem Rand. Warum häng ich doch daneben mit Sporen hier fest? Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, geschützt. Ich werde nie wieder zurückfinden. Okay, Sackgasse. Das ist immer der Fehler, wenn wir in so Labyrinthe gehen. Ich denke mir jedes Mal, ich finde doch nie wieder raus. Ja. Hi. Hallo. Johnny ging's ähnlich. Wie ist er eigentlich schon gestorben? Ich weiß nicht, ob er gestorben ist. Keine Ahnung, wo Johnny ist. Vielleicht lebt er ja noch. Hey, Jeff, wenn du lebst, sag mal was. Vielleicht hat er die Kuh im Kreis. Morgi, komm mit. Okay. Wir sind irgendwie gerade im Kreis gelaufen. Müssen wir einfach am Rand bleiben und irgendwo rausgehen, wo ein Weg ist. Hier zum Beispiel. Ich habe es gestartet. Oder, ja, aber vielleicht auch nicht hier. Ja, der Backpfeife. Auf mit euch! Ah! Yeah! Oh Gott. Ich habe Johnny gefunden. Wie hast du ihn wirklich gekillt? Ich beschütze dich. Dankeschön. Ich hab nur Pistole bekommen. Das haben Johnny wir einen Schlüssel? Gefunden? Haben wir einen Schlüssel? Nö. Nö. Ich hab Johnny nämlich tot hinter einer verschlossenen Tür gefunden. Wollte er sich vom Monster einsperren? Er hat sich eingesperrt und dann eingepisst. Okay. Ah, das Monster kam schon hier raus. Wir sind wieder beim Eingang, ja. Fully, ich höre euch. Sehr schön. Okay. Das ist wirklich scheißegal. Naja, Johnny hört uns jetzt gerade nicht. Ja. Oh. Ah, mies. Gehen wir weiter? Kann man sich da drunter durchschleichen? Stimmt. Du gehst vor, Fully. Kann ich ihn einfach runterlocken? Ich hab eine Schaufel. Ich hab schon Schaden genommen. Gern geschehen. Oh mein Gott, der will auf mich! Hier drüben, schnell hier! Der will nicht zu mir. Was? Wo ist er gerade hingesprungen? Der ist da oben gegangen. Ja. Ja. Lass ihn nicht entkommen! Hinterher! Yeah! Der hat gerade vorgesprüht gesprochen. Ich glaube, voll die Stimme oder so. Warte. Also, mir nicht. Das war ein Kasten. Freddy. Ich hatte Freddy gesehen. Ich hab so gesehen, wie er da ganz langsam noch um die Ecke gerannt ist. Ja. Hier oben, Vorsicht. Ja. Noch mehr. Yippie! Ich hab einen Keulert. Ah, Keulert hinter uns! Ja, hast du dich aufgeladen. Er hat jetzt schon die Stimme gesprochen. Was ist hier los? Ich hab den Keulett im Auge. Weiß nicht, was ihr macht, aber. Yippie ist vorbei. Hinter dir, Freddy! Danke fürs Angucken. Ist bei Jacqueline ja schon. Okay, ich bin bei dir, Moggy. Okay, wo wollen wir hin? Du gehst jetzt raus. Hier geradeaus den Gang lang. Okay. Ja. Geh den Gang weiter. Du guckst dich ab und zu um, Moggy, okay? Sonst ist er mich. Moggy? Ja, ich schau hinter. Okay. Ah, da ist ein Schleim. Habt ihr meinen Kasten? Ein Keulett. Geht nicht nach rechts rüber. Habt ihr meinen Kasten? Den Kasten brauchen wir nicht, um bis hier rauskommen. Hier ist ein Freddy, da ist ein Schleim, da ist ein Coilhead. Oh Gott. Coily ist auf dem Weg, ja. Geht's hier raus? Bestimmt. Das ist das Monster, das du erschlagen hast, Zombie. Ja, wir gehen weiter rückwärts einfach. Okay, wir schaffen das, wir überleben. Wer hat den Ausgang gefunden? Ja. Treppe hoch. Yippie!
Ich guck unter. Warum war da eine EP so sauer auf uns? Wo ist die Tür? Hier. Du gehst lang, ja. Ah, die Tür können wir zumachen. Okay, auf geht's. Und so haben wir es geschafft. Easy. Schade, dass Johnny uns nicht hören kann. Wenn Riese kommt, ich lass mich essen. Kannst du nur überleben. Oh yeah. Das ist sehr heldenhaft. Oh Gott, ich höre ihn. Wen? Ich schwören könnte, ich habe Schritte gehört von dem Riesen. Also so fett bin ich noch nicht. Dumm. Weg mit dir! Noch nicht. Weg mit dir! Es wurde sehr oft geschrieben, dass die uns nicht hören können, aber es ist nicht ein bisschen schade. Es ist nicht traurig. Ich schrei die trotzdem an. Hören können. Johnny hat sich sehr gut mit denen unterhalten, er hat die echt fertig gemacht. Wir haben jetzt nicht so viel Geld rausgeholt, aber es war echt viel los da drin. Wir haben eine Menge rausgeholt, ein paar von den... der Diamantblock ist 158 wert. Bin ich gespannt, wenn Johnny erzählt, wo er war. Oh oh. Ja, tot auf jeden Fall. Wer war hinter einer verschlossenen Tür? Wie hat er das geschafft? Ja, gute Frage. Ja, genau, das will ich wissen. Wir haben Maeve ausgesperrt. Ist gar kein Problem mehr draußen. Können wir ja los. Hallo. Hi. Nein. War der ein Riese? Will raus. So. Was macht's denn wieder? Will rausgehen. Oh, hallo. Oh, hi. Maeve, bei mir steht, du solltest unbedingt Doom 2016 spielen. Bei Fully steht, spielt lieber Binding of Isaac. Okay. Eigentlich ja, sehr nicht auch. Typisch. Johnny, wie kamst du hinter eine verschlossene Tür? Ich war im exakt selben Labyrinthkomplex wie ihr und einfach nur von der anderen Seite, wo halt meine Tür war. Ah. Achso, du hast die ganze Zeit gelebt. Du warst nicht tot. Nee, ich war schon gestorben. Maeve hat mich ja gefunden. Achso. Deswegen hat er sich gedürtet und gesagt, dass er uns hören kann. So, ja, das habe ich erst gemacht, als ihr wusstet, dass ich tot bin. Weil Maeve gesagt hat, er hat mich meine Leiche gefunden. Hä? Okay. Sollen wir landen? Ja, klingt gut. Maeve hatte doch gesagt, meine Leiche gefunden. Johnny sei tot. Achso, du hast falsch verstanden. Ich hab's nicht. Hat jemand die Kuh aufgehoben? Okay. Kann mir jemand den Amboss geben? Ich will 500 kriegen. Der kriegt 236, ja. Ach, wir verkaufen ja schon. Ich hab doch die Kiste, die ist schwer. Das bringt ja nichts, du kannst nicht so viele zweihändige Sachen. Ich bin so langsam. Dass du überhaupt noch springen konntest. Ich bin vorhin mit 140 zurückgegangen. Der Apfel, ne? Blub. Ey, Johnny, den hast du noch nicht gesehen, oder? War das schon alles? Johnny, komm her. Ja, das war schon alles. Ich glaube, da stirbt gleich einer. Der legt es auf an, Johnny. Es wurde schon einmal geklingelt, aber... Okay. Ja, aber es war noch nicht offen. 46, warum haben wir noch 46? Ach so. Ist schon. Oh mein Gott. Ist doch kein Problem. Deine Augen leuchten so weiß. Ist einfach selber der Boogeyman. Ich bin Hero Brian. Oh, auch gut. So, wegen dem Creeper haben wir noch so viel Anschluss. Okay. Ich wollte Johnny den Creeper zeigen, aber er wollte ihn, glaube ich, nicht sehen. Ich habe gerade eine ganz dumme Idee. Die wäre? Oh mein Gott, man kann uns ja aussperren. Ja, wenn ja jetzt keiner drin wäre, dann könnten wir ja gar nicht mehr rein jetzt. Doch, weil die irgendwann die Hydraulik. Guck mal rein. Auf die Tür. Ja, Johnny? Die geht, ach so, das hält dich lang, oder? 748. Siehst du die Anzeige? So. Wenn die auf 0 ist, geht die wieder auf. Okay. Können wir irgendwas Cooles kaufen? So, dass man sich nicht ewig schützen kann, ne? Was willst du kaufen? Genau. Was Cooles? Ja, morgen geht's einkaufen mal. Oh ja, dann geh ich mal einkaufen. Ab in den Store. So. Ganz unten sind die wichtigen Sachen im Store. Gehen wir shoppen. Ganz unten sind die wichtigen. Wenn wir shoppen gehen können, kann ich da runter scrollen? Ja, okay. Oder warte mal. Wollen wir vielleicht auf einen Menschen fliegen? Oh, für dich! Hey, eine Toilette! Ja, damit ich dich einpickel. Hast du das gerade gekriegt? Soll ich weiter einkaufen? Ja, klar. hau was raus! Was haben wir sonst noch alles? Auf eine zweite. Wenn man da sitzt und sein Geschäft macht und jemand möchte gerade seine Taschenlampe aufladen, ist total unangenehme Situation.
was drüber, aber kann ich mal kurz, ich muss da mal eben lang. So, jetzt wird gleich was geliefert. Okay, okay, ich hol's. Das war 15, das war 60% reduziert. Stell dich mal vor, die Toilette Wave dabei. Ja. Ja, perfekt. Hey, so macht man das. Das ist scheiße. Funktioniert nicht ganz so. Ist das dieses Schluck so ähnlich? So ähnlich. Ich dachte kurz, du hast eine Pistole in der Hand. Ja, wollt ihr euch das Zeug so nicht mal holen? Ja, na, will ich nicht. Stimmt, ja. Aber ich mach gerade was Wichtiges. Ja, dann will ich dich nicht stören dabei. Haben wir noch Geld übrig? Du hast so eine coole Wasserkühlung in deinem... Wir haben noch was übrig. In deiner Maske. Wollen wir für den Planeten, was habe ich? Ich habe die schlechten Taschenlampen gekauft, oder? Tja, jo, ja. Ups. Ich habe auch was Cooles gekauft. Aber es ist noch nicht da. Keine Ahnung. Ich kann ja geben. Moment. Ja, ein Walkie. Ein Walkie-Talkie. Walkie für Morgi? Und Walkie für Johnny, der. Wo ist der denn? Ich bin gehört, aber der ist nicht hier. Wo ist der denn? Ich habe ihn vorhin draußen gehört. Wo versteckt der? Die Kamera ist da im Schiff. Wo ist Johnny? Johnny ist hier irgendwo. Ich bin ein bisschen unsichtbar vielleicht. Johnny, wo bist du? Unsichtbar. Du hast dich irgendwo hier reingeklippt, oder? Ich bin auch unsichtbar. Man kann da sogar hochspringen an der Seite. Wir sind drin, aber wir sind unsichtbar. Ah. Romantisch. Was, ist hier ein Schatten, den ich werfe? Ja, das ist schon Rage-Breaking, würde ich sagen. Einfach an der Toilette. Schau mal darüber. Ugi, schau mal darüber. Oh. Worüber? Oh. Wo zeigt das hin? Oh mein fucking Gott. Das ist ein Geheimnis. Wir haben Johnny wiedergefunden. Ich dachte mir, wir machen hier mal ein gemütliches Essen, Maeve. Zeig dir auf dich, habe ich ihn nicht. Ich sitze schon auf dem Königsthron. Also, du musst gar nicht mehr erst aufstehen. Heute mit dir hier. Kannst du ganz nah am Sitzen bleiben. Was denn? Warte mal, kann ich jetzt hier mit jemandem umbringen? Nein. Ja. Okay, ich lass liegen. Warte. Oh. Das war 60% reduziert und ich wette den Zapper nur einmal. So, Mann, jetzt kannst du sitzen. Au! Oh. Wie lange? Tötet der Monster überhaupt? Der hat Johnny entmutet. Also einmal habe ich. Oh ja. Also einmal. Der verschwingert wieder. So einmal, diesmal habe ich was geschrieben. Da habe ich damit Monster getötet und das war das Falsche. Da ist kein R drin in deinem geschriebenen. Na doch, da auch Trinkgeld, ja. Okay. Also zusammen mit einer Schaufel ist der echt gut. Gute Arbeit, Mace. Okay, dann Können wir so eine Schaufel leisten? Bis dann, wenn noch ich dachte, ich hätte den kleinen Loot Goblin damit umgebracht, aber vielleicht war es nicht so. Komm, wir kaufen drei Schaufeln hier. Kein Trinkgeld. Wie der Bulli da hockt. Aber wenn ich dir Trinkgeld geben will, bitte. Was dann, Tommy? Ha? Ja. Wer ist das? Mit wem sprichst du? Jonathan! So heiß ich auch nicht. Oh. Okay, zwei. Ich muss kurz nachladen. Ich bin am Scheiß. Klassischer Foli. Ich muss sagen, dieser romantische Tisch hier in der Mitte vom Raum steht so, das sehr. Das sollten wir öfter machen. Der ist überhaupt nicht im Weg oder so. Der stört überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Würde ich sagen. Der ist echt nicht so hübsch. Oh. Ach doch. Ich würde mal mir bloß besetzt, also nicht. Nee, ich hab noch was zu tun hier. Aus Lila! Johnny, du hast dich wieder entmutet. Du hast gefettfingert. Was drückst du, um dich zu entmuten? Du hast dich schon wieder entmutet. Ja. Okay. Du weißt, was ich drücke, um mich zu entmuten. Immer noch R? Ja, sag dann das Tischziel. Er hat nichts verstanden. Damit rotiert man den Tisch. Leute, guck dich den Zylinder an. So, au.
Jodis. Der ist Leader. Jodis. Haben wir Schatten gekauft? Nee, nee. Ihr habt den eingesprayt, ne? Wir haben ultra viele Schaufeln. Die wurden mit der Toilette mitgeliefert. Hey Johnny, wenn du die Schaufel jetzt da auflädst, sterb ich mit. Verstopft ist. Ja. Wenn was? Nein, nicht schlagen. Nicht schlagen. Wenn du dich hier jetzt aufladen würdest, würde ich mit explodieren. Aua. Oh ja, der ist ein Captain. Aua. Leute, ich hab das ausge... Starte das Schiff. Leute, ich hab voll hier die Fresse gehauen. Nee, ich hab's irgendwie umgangen. Ich hab dadurch, dass ich fast gut habe, chargen, was die Gewürze... Nein, du hast mir in die Fresse gehauen. Ja, das weiß ich, aber ich bin nicht gestorben, ich bin nicht explodiert. Was? Achso, ja, du kannst normal machen. Der Wert, was die Größe eines Scheißhaufens angibt. Stell ich da hin? Oh, das war Kurex. Nee. Irgendwie sowas. Fun Facts. Hä? Mit Morgi. Okay. Okay. Vielleicht macht die Schaufel jetzt wirklich mehr Damage, ich weiß nicht. Irgendwie klappt's nicht richtig. Ja, lad sie mal auf, dann macht sie mehr Schaden. Ich hab sie gerade aufgeladen. Ja, er hat's versucht. Lad sie doch richtig auf. Ja, dein Walkie-Talkie an. Hallo? Test, test. Die werden schneller leer, kann das sein? Dieses ja, ja. Ja, so, ja. Wo gehen wir hin? Auf welchem Mond? Was ist der Plan? Irgendwas Cooles. Das ist, vielleicht, was das ist noch ein echter hatte. Gaming-Stuhl, weil dann muss man wortwörtlich nicht mehr stuhlen. Man kann einfach da bleiben und Das ist die, ihr seid auf Zombie. Aber was, wenn der Monster Runde. Kommt? Let's go. Mm. Wird was Cooles, nehme ich an. Mave klang ziemlich begeistert. Morgi uns. Ja, wenn du rausguckst, bist du auch direkt begeistert. Nebel! Okay, aber ich kann uns eine Spur auf dem Boden malen bis zum Eingang. Oh, das finde ich gut. Sachen bestellt. Wo sind die? Oh, es geht jetzt ziemlich weit runter übrigens. Das ist übrigens der Planet Mars, das heißt, geradeaus noch fällt in den Sumpf. Promi! Okay, der ist das, ich verstehe schon. Ich sehe gar nichts. Marge, wir sind beim Schiff, ja. Ich glaube. Okay, ich warte auf den Sprayman. Ich mache hier Musik an. Vielleicht finden wir später damit zurück. Mit dem Sprayman kann ich nicht dienen, aber mit dem Rayman. Ja. Das Schiff hier. Ist hier. Okay. Oh mein Gott, den Eingang zu. Doch, ich glaube, die Musik wird echt helfen, das Schiff zu finden. Obwohl. Natürlich jetzt mal. Nochmal erkennt das Spray. Der Spiel steht bei mir. Ah, die funktioniert aber wirklich. Hey ho. Spray ist nicht gut für dein PC-Pulli. Wir sind verliebt und froh. Das ist gerade ein Zwerg genannt. Dass unsere Festplatte gleich voll läuft. Ja, hab ich. Ihr teilt euch alle eine Festplatte? Ja. Ja. Unsere Cloud. Deswegen ist meine C-Platte voll. Johnny nimmt auf meiner C-Platte auf. Ich habe keinen Plan, wo ich lang will. Johnny nimmt auf meiner C-Platte Platz. Ich würde so gerne den Strich nachher sehen ohne den Nebel. Der Strich? Da, mein Entrance! Yeah! Aber ich würde sagen, du bist richtig. Wo ist er? Ah, perfekt. Du bist perfekt gelaufen. Meint ihr echt, wir können den zurück zum Schiff? Klar können wir den zurückfolgen. Also perfekt würde ich jetzt nicht. Also das kann man aber im Bunker drin auch machen. Ne? Zum Ausgang hinzeichnen. Das ist Warum ist da eine fliegende Taschenlampe bei mir? Hä? Perfekt. Ja, bei mir auch. Hat's gefunden. Okay. Mir auch. Ich kann sie auf jeden Fall nicht nehmen. Okay. Hallo. Hi. Okay. Ich hab irgendwie alles auf der Schaufel dabei. Okay. Da habe ich eine Schaufel dabei. Okay, ich bin aber der Equipment Man. Wieso klang das gerade, als hätte Steve gegessen? Wegen dem Apfel. Johnny ist halt auch Steve, ne? Morgi ist Steve. Meine ich auch. Wegen dem Apfel. Meine ich. Ich habe einen Minecraft-Apfel gefunden. Ja, halt wirklich, der macht das Geräusche. Genau. Minecraft-Items machen alle Geräusche. Wo? Weiß. Alle Items machen Geräusche. Wo ist die Mine? Mine ist hier irgendwo, ich höre sie. Hier ist ein Schwein. Minecraft-Schwein! Das wohl. Okay. Ah! Ich hab schon einen Apfel. Der ist böse. Ja, warte, lass mal reingehen! Warte. Wo schieß ich hin? Hier nicht raus. Oh, der hat gegrummelt. Ich glaube, der ist sauer. Du hast so ein grünes, breites Signal. Wie siehst alles da drin an? Also auch das, was am nächsten bei dir ist. Musst du es auch. Was in dem Fall dann du nicht an? Hier ist safe, Johnny ist durchgegangen, er ist nicht gestorben. Also der ist zwar echt, aber draußen ist irgendein Vieh. Das macht komische Geräusche. Okay. Okay. Das krabbelt so rum, was.
Hörst aber wo war der Ausgang? Ich packe mal das Schwein raus, das ist ziemlich schwer. Ich lau mein Schwein. Den das Schwein ist so schwer. Wir eigentlich auch nicht. Fällt mir gerade auf. Waren wir hier schon unten? Ja, waren wir. Na, ich nicht. Hä, aber wo ist denn dann das größere? Hallo? Wo sind die größeren Gänge? Wo seid ihr denn hin? Der Schwein war zu schwer, die haben das weggelegt. Ich hab nur Schwein rausgebracht, ich weiß das ja nicht mehr. Okay, okay. Dann machen wir alle weg. Die mussten mir alle helfen, Schwein zu tragen. Nicht rein da auf Johnny. Johnny, du bist das Einzige in eine andere Richtung gelaufen. Warte, ich mach hier mal kurz aus. Ich hab doch gesagt, nicht rein da auf Johnny. Will Bursch? Johnny, bist du tot? Mir geht's super. Das freut mich zu hören. Mach Schlüssel! Ich finde euch wahrscheinlich gleich wieder. Nee, das glaube ich nicht. Ich höre ihn! Ja. Oh, ich bist du Monster oder echt? Ich habe da drüben schon mal nichts gesehen, auf jeden Fall. Ich sehe gar nichts. Da kann man rüberspringen. Wie mutig, Mann oder Maus? Aber man sieht nicht wohin. Mann ich oder Maus? Ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts. Ihr müsst nicht springen, ihr müsst nicht springen, ich habe alles dabei. Man kann in keiner Weise erkennen, wo man hinspringen würde. Bitteschön. Mann ich, oder was Maus? Was ist passiert? Also vielleicht so Angst, ich ja, aber ich sehe es nicht. Riskiert's nicht, unnötig. Ich glaube, die geht nicht. Oh mein Gott, ich glaube, Moggy ist schon tot, oder? Moggy, bist du gestorben? Also ich lebe noch, ich bin hier drüben. Okay, achso, das Gefiefe war das Ding. Ich mach das Ventil aus. Ja? Ja, mach das Ventil aus. Ich glaub, Zombies Video ist jetzt aus. Hä, wo ist es? Ich hör's aber. Der geht nicht ganz laut rüber, ne? Er ist jetzt auch früher anmerken können, aber okay. Ich lebe, ja, ich lebe noch. Hier ist der Ausgang. Hier kann man nichts machen. Wir sind verloren hier. Hier ist einfach nur eine Sackgasse und das Ventil kann man hier auch nicht schließen, man hört es nur. Okay, also ich leg die Leiter mal rüber. Können wir die Leiter irgendwie wieder... Boah, das kann ich nicht machen. Irgendwas. Lass mich erstmal springen, um Johnny zu behindern. Wer wird mir Gesellschaft leisten? Das ist Johnny. Ich seh euch Jungs nicht einmal. Oh, Melf hat's geschafft. Bist du komplett rüber? Ist es Johnny? Die Leiter klappt sich jetzt einen nicht drauf. Ich leg's nochmal hin. Wie, du bist reingesprungen. Ich mag's, dass ich mit dem Zapper nichts gemacht hab. Ja, du hast auch geschafft. Jungs, da ist etwas im Anmarsch. Nice. Die Folge ist jetzt vorbei, Moggy ist tot. Danke, Zombie. Die Folge ist vorbei. Ach, das war die Aufpassfolge, ne? Scheiße. Ja. Hättest du vielleicht die bessere Leiter aufstellen sollen? Vielleicht lebt Moggy noch, wir wissen doch gar nicht, dass er tot ist. Stimmt, wir haben es nicht bewiesen, dass er tot ist. Sein Schicksal ist, Denn ist irgendwas blau? Ist die Moggis leuchtende Dinger da? Die Spinne kommt vom Ausgang. Das ist doch Moggis Anzug. Ja. Hier drüben ist eine Spinne. Ja, das sehe ich, Johnny, das sehe ich. Wie zum Fick. Du musst jetzt auf ihn aufpassen. Boah, weißt du, wie eine Spinne gekämpft? Die greift nur deiner, wenn du ins Spinnennetz gehst. Das ist Jahrtausends einfach. Er ist echt? Glaube ich. Oh Gott, das ist Johnny. Oh, Johnny. Herr Frodo. Ist Johnny gerade? Das ist nicht Moggy, ich glaube, das ist echt so ein Maskendude. Nee, das ist schon Moggy. Lol, ich hab's vorhin in die Fresse gehauen. Das sollte er nichts sagen. Aber. Okay, der war so freundlich, er hat nichts ne? Er hat nichts getan. Ich war so froh. Ja, das mit der Spinne. Oh mein Gott, nicht mal getroffen. Ich glaube, aber wie viele Folgen haben wir schon getroffen? Spinne hat in mir, hat bei mir in Johnny gesprochen. Ich befürchte, ich hab's nicht verstanden nochmal. Wie viele Folgen haben wir mittlerweile? Achso, nee, der klickt fest. Keine Ahnung, 11 oder so? Ich hab's auch nicht. In der elften Folge hat Johnny dann erfahren, dass die Spinne erst angreift, wenn man in Johnny, nein! Ja, ich meine, das habe ich auch erst vor ein paar Folgen gelernt. Wir bauen es nur echt lustig hin und her. Guck mal, der ist auch nur lustig, nicht. Schau dir Johnny an, wie er einen Fehler baut. Ja. Okay, und jetzt? Man kann das Spinne tatsächlich mit der Schaufel kaputt schlagen. Oh, sehr gut. Ich hab die Spinne eigentlich. Nein, der Spinne im Netz. Hier Pfeile gemacht, richtig. Ach so. Du kannst das Netz kaputt schlagen und dann kannst du einfach duell vorbeigehen. Nee, du warst es nicht? Okay. Das hab ich ja auch erst letztens erfahren. Ich hab absolut gar nichts. Na, aber letztes Mal halt. Okay. Aber wir haben Minecraft-Schwein. Da bin ich nämlich von der Spinne erwischt worden und dann haben die alle das Spinnennetz kaputt gehauen. Ich dachte halt auch sehr lange, dass die Schaufeln gefunden werden können. Ach so, das ist sehr nackt. Nee, das waren die Schilder. Ja. Ich sehe schon.
Die Schilder sind noch nicht so gut, damit kannst du nämlich die Mimic-Exits nicht konfirmen. Ach so. Ich sehe ganz ich weiß auch nicht warum, aber ich hab's mal versucht und das ist nichts passiert. Die beste Farbe dafür gewesen. Ja, ich meine, Schaufeln sollen ja auch. Maeve noch in der Nähe? Wenn man sie schon kauft. Naja. Ja, Maeve ist noch da. Maeve ist. Oh mein Gott, was? Ach, ich dachte, Zombie wäre runtergefallen, aber. Oh, hast du Maeve gesehen gerade? Oh mein Gott, ich sehe Maeve jetzt gerade. Oh Gott! Oh mein Gott! Geh weg! Geh weg! Wie hast du die Straße verloren? Lass mich in Ruhe! Ich höre schon ein Schiff! Ich bin fast da! Straße! Helf mir! Maeve, kann er nicht scannen? Wo bist du? Ah, hallo. Du bist aber am Schiff. Maeve. Boah, ist das weiter oben, das Schiff. Das ist schon gut, dass es weiter oben ist. Ja, ich weiß gar nicht, wer das ist. Halt zu viel. Wirklich? 28. Ja. Der Vogel draußen hat mit Morgis Stimme gesagt, dass er einkaufen geht. Das war die Einkauffolge. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage, ne? Holen wir mal die anderen zurück. Voll, ne? Auf geht's. Oh, das wird schon. Weiß nicht, der Subi, der steht dem Zombie. Ja. Ich muss sagen, dein Thron passt super. Danke. Ich kann auch echt gut auf den Monitor gucken, wenn ich hier so bin. Das sieht ein bisschen aus wie so eine andere Tätigkeit, wenn man vom Monitor aus. Oh mein Gott, du hast was gemacht. Oh Gott. Was hat er gemacht? Er hat den Thron gemacht. Oh! Ich hab einen Walkie-Talkie gelegt. Okay. So, habt den Weg zu euch gefunden, ihr werdet fast ohne mich weggeplogen. Puh, das war aber knapp. Dann schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn Moggy seine Aufpassfolge macht. Ja, Moggy muss nächste Runde auf mich aufpassen. Oh, das finde ich gut. Oh, das ist super. Guck mal hier. Okay. Moggy, hier das Tool des Aufpassens. Ich hab's ja so super gemacht, die Folge. Und nächste Runde meinst du jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwer wollte doch die Folge schon beenden, oder nicht? Ja, aber wir machen doch weiter den Zyklus noch zu Ende. Moggy, würde ich auch sagen, oder? Den Zyklus machen wir noch zu Ende. Dann landen wir nochmal auf Bad. Let's go! Let's go! Dauert noch 20 Minuten oder so. Ich hoffe, das sind zwei Runden. Also zwei Tage, ist auch keine 20 Minuten. Jetzt, okay, dann passe ich weiter auf Moggy auf. Moggy legt die Schaufel weg. Wir brauchen eine noch für die nächste Folge. Du darfst dich nicht selber wehren. Okay. Ich lasse mal meine Schlampe auf. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich gestorben bin, war deine Schuld. Ja? Nämlich als ich rübergelaufen bin, hast du gesagt, oh ja, die Leiter reicht dich bis ganz rüber. Ich habe gesagt, die reicht nicht ganz rüber. Ja, da bin ich ja schon rübergelaufen. Du musst halt selber runtergelaufen. Okay, da bin ich schon runtergelaufen. Ich will einfach nur sagen, in deiner Aufsichtspflicht, die hast du ganz schön verletzt. Ich glaube, er hat's verstanden. Er lässt es nämlich zu. Du hast dich aus Händehaltreichweite entfernt, ich konnte leider nichts tun. Ja. Die Hände halt Reichweite. Hättest du mal besser einen Zaun aufgestellt. Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist ein süßes Konzept. Ja, im Kindergarten immer. Was macht Mäffchen? So, aber ich habe eine Leiter dabei, wenn du mal schief läuft, keine Sorge. Ja, oh ja. Ich hab's beim letzten Mal sehr geholfen. Ja? Ich hab mich neben diese Taschenlampe gestellt. So, zum Glück haben wir die schlechten Taschenlampen. Ich habe auch noch eine, wenn deine ausgeht. Ja, ist okay. Da unten ist bestimmt ein Schrank, wo was drin ist. Ich habe hier gerade irgendwen rumrennen sehen. Ganz unten im Schrank ist immer der Loot. Aber das nicht. Aber hier ist noch einer. Und hier ist jedenfalls nichts drin. Oh, super. Schon wieder so ein Raum? Ich werde hier wieder umgebracht werden. Ja, wer wird umgebracht? Warum sind die Türen hier alle offen? Oh, da hinten ist jemand. Ich hab einen gefunden in der Leiter. Weg! Hey, Alter, die hat mich erschlagen! Was ist das? Ja, ach, ein Hund? Das ist aus wie eine Schusswaffe. Du bist ein B. Guter Junge. Als wir Minecraft gespielt haben, haben wir auch einen gefunden. Ich habe ihm verrottetes Fleisch gegeben, er mochte mich und scheinbar habe ich dann dafür gedrückt, dass er sich hinsetzt und dann haben wir ihn nie wieder gesehen. Immer. Wir waren gerade auf dem Weg zur Festung. Keine Ahnung, wo der dann sehr war. Sehr gut. Der treueste Begleiter aller Zeiten. Er war lange da.
Ist ein bisschen neblig hier. Nee, nee. Ach, der Turret, 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 raus, 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 Moggy, 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 du stehst in dem Turret. Moggy? Ja, ja, ich musste... Ach. Warum hast du einfach nichts gemacht? Oh, wieder weg, danke. Ist ja sehr gut. Ich hab nichts gemacht, weil ich mich orientieren wollte. Ja, aber ich wollte nicht einfach random wegrennen. Wo kommt dieses dumme Gas her? Ja, das dachte ich auch. Also man kann zu dem Bahnhof da gehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Wenn ihr einfach rechts halt beim Geschütz, kommen wir vorbei. Okay, ich bin am Bahnhof. Achso, ihr seid am Bahnhof, okay. Ich hab die Hände halt schon voll. Tape? Oh. Guck dir die Rüstung an. Oh, stark, das ist super. Ja, yeah, es klappt sogar. Ey, dieser Drang, die Leiter jetzt aufzuheben, während ihr da rüber geht. Ja, ich bin lieber schnell gegangen. Bist du in Folge schon wieder Ben oder was? Nee, erst war ich jetzt Zyklus vorbei. Nee. Ich kann bei der Schaufel helfen, dass es schneller ist. Nee, das ist wirklich nicht lustig. Wer ist denn schon abgehauen? Wer ist denn der Langweiler hier? Bestimmt Fully. Aber Fully hat gesagt, er hört keinen Funk. Habt ihr so dran? Ja, ich hab keinen Walkie. Das Walkie-Talkie, die meins ist leer gegangen. Die gehen ganz schön schnell leer. Hallo? Eine Zombie hat einen, so das ist aus. Jetzt hab ich's an. Ich hab auch eins. Hey, Fully, hörst du mich? Also, mich hört er nicht mehr. Wie ist eure Ausbeute? Liegt was vom Haupteingang? Ich kann's mitnehmen. Ich hatte den nicht an. Das war das Problem. Ich sehe euch, wie so aufgescheuchte Hühner hier auf dem Monitor. Sehr gut, kannst du uns irgendwo hinleiten? Naja, wenn ihr jetzt links geht und dann rechts, dann nein, nicht in die Sackgasse zurück. Von der Sackgasse aus, dann links und dann geradeaus, dann geht's noch ein Schatz. Dann auch. Hier, wir machen noch nicht. Genau, auch auf ihr rechts ist ein Schatz. Und willst du sagen, soweit hilfreich? Aber den geht schon, ist irgendwas. War vielleicht oben? Hä? Ich glaube, er redet mit dem anderen, oder? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich würde sagen, du kannst weiterhelfen und er saß so da. links, nein. wo sind die hinten? Warst du nicht mehr bei dem, was? Wie hat er das übersehen, dass wir weg sind? Ja, wo sind denn die anderen jetzt verschwunden? Ja, drück auf den Knopf. Haben wir uns aufgelöst. Ist wieder der Bahnhof. Oh, ein Schild. Wenn Johnny kommt, dann hau ihm ins Gesicht. Nein. Johnny, wo bist du denn? Lass mich bloß, bloß in Ruhe. Johnny, kommt doch mal her. Wir haben den Keks vor. Kriegst du den Cookie-Blech? Ja, den Cookie-Blech kriegst du eins übers Ohr. Ich glaube, das geht nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Hatte Fully nicht während der Ausgabe oder so? Ich glaube, Fully ist generell sehr verwirrt. Ich hab den Weg gefunden mit Johnny. Ja, lass mal den Bahnhof sonst mal einfach weiter angucken, oder? Das Dumme ist, ich weiß nicht, ob ich nachschauen kann, wo der Ausgang direkt ist, sonst könnte ich euch lotsen, aber... Nee, manche möchte ich das schon. Nur wenn du Zusicht von Anfang an kannst, du uns lotsen. Hm. Warum hat gerade Johnny aus einer ganz anderen Richtung geredet von mir? Ich höre eine Spinne. Und hier ist ein Klotz! Ich würde sagen, das ist nicht wahr. Was ist hier? Wo ist er? Wieso warte uns vor der Spinne nicht? Genau vor dir. Die Tröte, yes! Meine Hände sind voll, babe. Wo ist die Spinne? Ist das was? Oh, yeah! Ich hab Licht gemacht. Oh. Ich will sie auch hören. Ich hab den Motor mitgenommen. Ist ein Key? Kurz mal. Das heißt Schlüssel. Ja. Irgendwo hat mir eine verschlossene Tür gefunden. Wo war denn das? Da ging schon was. Ging's hier nicht weiter? Nee. Spinne. Da ist die Spinne. Das ist die Spinne, pass mal auf. Warum? Geh weg von meinem Mobby! Mach die Leiter auf ihren Kopf. Die ist tot. Ich find's schön, bei mir ist die Spinne einfach nur tot umgefallen. Die ist tot, bei uns auch. Kamen wir hierher? Wir kamen von da oben rechts. Hier waren wir noch nicht. Ach,
Wir gucken uns einfach alles mal an. Doch, doch, hier ist der Dach, hier haben wir ja. Hey, hier war ich am Anfang. Jetzt sag ich aber hier. Ja, ich hab's vorhin gesehen. Oh, da ist er tatsächlich. Er ist tot. Leider geht nicht ganz blau rüber, ne? Oh, oh. Ja, ich hab Freddy gehört. Freddy, ich noch einmal an der Kontrolle. Ganz weit links, also wenn du da nicht hingehst, seid ihr bestimmt safe. Also nicht da, ja, irgendjemand. Zombie ist gerade gestorben. Wie, was ist das für ein Geräusch? Zombie ist gerade da hinten gestorben. Warum willst du da hingehen, Johnny? Wer ist hier gestorben? Wer ist gestorben? Weil hast du die Taschenlampe einfach fallen lassen? Nein, ich hab die Schaufel wieder aufgehoben und den einfach von mir selber runtergehauen. War ein bisschen sehr starke Suche, aber ich hab's geschafft. Ich glaube, er hat bloß gekrochen, oder? Ich hab. Nee! Oh, er ist da reingegangen und auf einmal lag da eine Taschenlampe am Boden. Ja, weil das ja, da hätte ich auch gesagt, dass er tot ist. Und Latte drauf war, ja. Schien mir relativ eindeutig zu sein, aber. Ey, das ist der Boogeyman. Freddy ist hier. Oh, der doppelte Raum mit dem Ding hier war der Eingang irgendwo. Ich schwör. Ja, der Raum mit den Schränken. Mocki, erinnerst du dich? Würdest du sagen, du ergibst uns da auf ein Indianer-Ehrenwort? Oh. Aua! Ich würde weggehen, Johnny. Das ist nicht Maeve, oder? Das nein, Maeve ist hier unten mit der Tröte in der Hand. Ich seh das. Oh, nimm dir das, Wichser! Oh mein Gott, was ist das? Ah, wir können auch nicht da hoch! Jungs, Maeve ist gestorben! Das bin ich! Nein! Ach, komm schon! Und jetzt hat Johnny für die Masken gejagt. Ich wollte an ihm vorbeispringen! Johnny, er wird gejagt! Ich werd hier wieder umgebracht werden! Da sind auch zwei so. Hä, Fully, bist du hier? Fully ist nicht hier! Das ist viel schlimmer! Oh mein Gott, was klappt! Kann halt auch raus, ne? Da ist die fliegende Taschenlampe wieder. Fully. Der normale Weg einfach so, wenn du auch rausgehst, links in die Klippe. Oh Gott, er ist hinter ihm. Geh weg, verpiss dich, du dummer Vogel. Du dreckiger Vogel. Ich glaube, Riesen sind unterwegs. Der lebt ja noch, ich dachte, du wärst der Falsche. Oh, wo ist der Riese? Oh nein. Ich höre ihn beim Schiff in der Nähe. Oh nein, der ist da vorne, direkt vom Schiff. Was kann man eigentlich gegen einen Giganten machen? Sterben. Johnny! Oh mein Gott, wirklich. Das war knapp! Ah, da kommt der Lied werden. Ja, na gut. Ich weiß nicht ganz, was man gegen die macht. Hallo, hey, Johnny! Hallo. Ich weiß leider nicht, was man gegen Giganten macht. Fuck! Nichts wirklich. Außen rumgehen oder wie? Schleichen, aber das war natürlich eine Option für dich. Ja. Weil ihr Autopilot gestartet habt oder der Typ hätte mich umgebracht, der hätte mir auch, oder? Ach, fuck. Gefällt mir, hätte der mich umgebracht? Keine Ahnung, ob ich da eben draußen rennen könnte, da laufen auch noch die Riesen rum. Wer hätte das Schwein aufs Klo gesetzt? Er war da durch den Kasten. Ich meine, da gehört's hin. Ich begrüße die Jungs mit dem Kasten. Oh, Sau. Aua. Wait, was? Achso, doch. Das ist so fies. Ich habe nicht gecheckt, dass bei euch scheinbar die Mimics waren. Also, die sehen aus wie Spiele auf der Karte. Ich habe eine Tür geöffnet und der hat mich instant umgebracht. Ich habe den noch nicht mal richtig gesehen. Was haben wir jetzt hier? Ich habe das nicht realisiert. Ich habe nur blaue Punkte gesehen und dachte, ihr seid noch alle zusammen und nö. Sehe ich's richtig, dass wir jetzt zwei Schlüssel und einen Kasten Bier haben? Und das Schwein. Wir haben das Schwein. Ach, das wollte ich nicht scannen, was zu Ende ist, okay. Wir haben noch einen Tag. Aber das Schwein ist auch nichts wert. Also die Folge ist schon echt lang. Nee, wo gehen wir hin? Du raus. Du rettest letzter uns. Tag schon. Ich würde Modplan jetzt sagen wegen Geld, aber keine Ahnung. Klingt an einem. Ja klar, Herr, wir können gerne Modplanet, da will ja alles nur dich töten. Ja, Schwein. Coilhead! Aber das entweder gehen wir jetzt alle drauf, Jungs, oder wir machen's groß. Wow. Oder wir machen einen drauf! Yeah! Das Einzige, was ich groß mache, ist auf der Toilette. Deswegen haben wir die ja da. Freu ich mich drauf. Auf was freust du dich? Auf die vorgewärmten Toilettensitz zu spüren? Nee, das ist schöneres wieder Mate. Scheißen. Der kann das nicht mehr. Ich mach ihn da. Thank you.
Flitzego! Oh, shit! Flitzego! Ah, der schöne Planet. Vielleicht wieder von den Vögeln gegessen werden. Ist manchmal ganz nett beim Schiff zu sein, auch wenn ich nicht weiß, wie ich euch dirigieren soll manchmal. Ja, ich mag das auch. Also, du bist dein Bestes gegeben. Ich hab's versucht. Das ich will zählt. Das nicht die ganze Zeit. Ich will das halt nicht warum die ganze Zeit. Warum fliegen bei mir jetzt Walkie-Talkies und Taschenlampen die ganze Zeit? Ja, das wenn du daran fahren hast, dann mach das einfach die ganze Zeit. Na, ich will jetzt auch mal wieder was vor. Hab was. Oh, der. Hä? Schon was gefunden? Ja. Ah, abgeschlossene Tür. Warum hast du keinen Schlüssel mitgenommen? Oh, wenn ich die Schlüssel mitnehme. Oh, ich hab uns Katzen. Ich hab den Kern gefunden! Jo! Ich hab eine Kernbohrung durchgeführt. Da ist Batterie oben drauf. Ah, ja, hast du gefunden. Ja. Plastikfisch! Plastikfisch! Ach, keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Oh, warte, ich hab Schlüssel. Also. Hey, wait, genau hier waren wir im allerersten Run. Das sah super ähnlich aus. Oh, hi. Hast du einen Schlüssel? Die Tür hier ist zu. Nee, ich hab eine Batterie. Warte. Okay. Nee, hat nicht funktioniert. Oh nein, ich kann es nicht mehr aufheben, weil es immer da locked steht. Ne, warte. Okay, ich hab's. Okay. Saved. Ich hab ein Spray. Ich glaube, ich gehe mal zum X rüber. Das markiert den Schatz, oder? Ja. Ist das ein christliches Symbol? Ich schau dir das mal an. Erkennt man, dass es ein Batteriedings sein soll? Oh ja, 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 ja. Cool. Könntest du auch ein Gameboy nehmen? Also wenn ich sage, erkennt man es auf jeden Fall. Mach hier mal ein Plus hin, so. Oh ja, stark, damit man weiß, wie rum man die Batterie anfassen muss. Genau, wie rum sie eingesetzt gewirkt. Du hast nicht zufällig eine Schaufel dabei. Freddy hinter dir, Freddy hinter dir, Freddy hinter dir! Weg, Freddy! Ja. Ist der Fire Exit echt? Ich hab keine Ahnung. Ah, fuck, ich hab ihn. Warum? Wer will dich noch? Wer will dich noch? Wer jeppiert hier? Das Problem ist, wenn wir dahinter gehen, ist irgendwo. Okay, gehen wir nicht zu Freddy. Das ist clever. Wir gehen einfach nicht zu Freddy. Das ist clever, deswegen bin ich mit dir unterwegs. Nicht zum Monster laufen. Zombie und Spooky sind von Freddy. Nummer 2. Freunde, wir machen Plastik-Aquarium. Welcher Fire Exit ist echt? Hier sind überall welche. War doch ein Fisch? Wo ihr steht, ist echt. Mave hat auch einen Plastikfisch. Moment. Ja, aber der macht kein Geräusch. Warte, der drüben. Ach, der ist echt. Okay. Freddy! Tschüss! Der Freddy ist auf jeden Fall gut. Ich dachte, man soll ihn anschauen, damit der weggeht. Ich glaube, Mogi ist ja auch. Ich wurde von dem überrascht. Aber der sitzt auf der anderen Seite einfach. Und auf einmal, heißt es nicht angucken. Was? Oder, ich hab ihn nicht gesehen. Und, Johnny, bist das du? Ich einfach so umgebracht, aber ansonsten. Tommy oder Freddy? War, dass du das nicht zu lange angucken. Freddy, ich hab ihn nur kurz angeschaut, damit ich weggelacht. Ja, kurz angucken und ein bisschen Angst machen und weggehen. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht eigentlich. Ach du Scheiße, das passiert bei Zombie. Der hat keine Animation bei mir. Aua. Ja, bei mir auch. Voll. Oh, jetzt da wieder. Hat er die Hände voll, da liegt doch super viel Loot in der Hüfte. Nein, nicht schon wieder beißen. Oh mein Gott, genau so haben die Vögel mich auch immer mit. Ja, der hätte ich auch gewillt bei denen. Ah, das Problem ist, die greifen immer dann an, wenn sie in der Überzahl sind. Ja, genau. Ich war ja mal einer gegen drei. Ja, geht weg vom Schiff. Okay. Ach, er hat die ganze Fische mitgenommen bei mir. Mann, ich hab das Geld geholt, was wir brauchen. Ah, okay, hat er echt viel dabei. Komm, ne ja, Chemical Jug mein kannst du auch noch mitnehmen. Woher? So. Oh, ja? My Chemical Romance? Ja. Schweinerei. Ein bisschen was. Ein, zwei Sachen noch. So mehr Maven nice. Das ganze Zeug noch mit. Fuli auch. Ja, gut, aber. Liegen vor der Tür noch Sachen. Warum holt ihr Tommy die tot. Tun sie doch, oder? Moggy. Genau. Maeve und Fuli haben das Zeug. Maeve lebt. Volk von Fuli. Nee, den, die Flasche hat niemand mit. Doch, da Fuli hat sie. Hallo! Fuli hat sie. Okay. Hallo! Mit euren Items überleben wir! Das Zylinder, Freund, gib noch!
Er sagt mit euren Items, das war. Das muss er doch gesehen haben, dass sie da sind. Was haben wir geschafft? Ja, mit euch. Fliegen los. Auf, auf. Alter, wir haben die Quote, Moggy. Oh yeah! Ich find's so wieder krass, mal wenn wir die Strafe zahlen, oder? Nee, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Ja, und Moggy auch und dann chillt er auf der anderen Seite. Und der kommt an und zieht einfach aus dem Kumpel raus. Ja, als ob Freddy heute so stark war. Doch hier Freddy so lustig. Johnny wollte mir was erzählen, also Fully und dann auf einmal. Ah! Welche denn ist geheim auf Peggy? Und wie Cookie zu mir weggezogen wird. Wieso steht da. Ich hab Freddy nur kurz angeschaut, weil ich gehört habe, wenn man ihn anschaut, dann haut er ab. Dann lässt er ihn kurz in Ruhe und dann hat er mich direkt angegriffen. Ist das so ein Fanmod, dass da steht, Mave steht ins Game of Peggy? Länger als 3 Sekunden angucken oder so. Nee, das hat der Entwickler reingemacht. Entschuldigung. Ja, also, ich hab's mir damals erzählt. Der Bookman hat auch nie so effektiv gemacht. Leute umgebracht, kann das sein? Ich hab ihn so kurz angeschaut. Und dann ist er direkt wütend geworden. Dann bin ich weggegangen, weil ich... angeschaut, ich war einfach tot. Also umso länger der um einen herum ist, umso wütender wird er und irgendwann guckt man ihn an und er bringt einen um. Also mich hat das habe ich gemerkt. In dem Run habe ich ihn nie gesehen, aber wahrscheinlich habe ich ihn auch verpasst. Und wir haben eine Maske gefunden? Hier bin ich gefunden, ja. Setz mal auf! Erklär mir das. Oh mein Gott, ich wollte gerade die gelben Schuhe einsammeln, aber das sind die von... Ja, habe ich auch gerade probiert. Die sind von Tommy. Wer ist Tommy? Schicke Schuhe, Nerd! Wer ist ein Tommy? Ja, du? Wieso? So viele Fische. Hä? Ich weiß es nicht. Aber ich heiße ja gar nicht so, hä? Hä? Doch, ich heiße auch nicht Thomas. Amazonas? Ja. Thomas Amazonas. Da fehlt das zweite Auge. Wie? Das reißt sich nicht mal. Aber mit dem zweiten sieht es besser. Der nur auf der rechten Seite ein Auge. Oh, jetzt. Naja, da ist ein M anstatt ein N. Jetzt hat er 3. Okay, also das ist, glaube ich, nicht synchron bei uns. Haben wir es geschafft, Jungs? Haben wir Quote? Wenn dann kommt, ja. Wohnt der in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob Schwammkopf. Ich glaube, ja. Stark. Ja, den finde ich super. Stark. Na, okay. Ich glaube, man muss immer die Nervfrist erwähnen. Das ist ein guter Spongy. Also ich will ehrlich sein, das ist der beste Spongebob, den ich jemals in Little Company gesehen habe. Warum läufst du an der Stelle? Aber nur das zweitbeste Sex-Schriftzug, was ich gesehen habe. Versteht nicht, Sex. Ja, der beste ist immer noch von Morgan. Ja, deswegen ist es auch der zweitbessere. Der Sex-Schriftzug ist ja nicht besonders erkennbar. Was ist mit mir? Ach so. Oh. Oh, verstehe. Hä? Mave sieht aus wie ein Käse. Ah, oh, er ist SpongeBob. Das ist ein Schwanz von Idiot. Vollidiot. Hallo? Hallo? Ich muss nicht so gemein hier werden. Wenn du SpongeBob Käse nennst, dann bist du ein Vollidiot. Oh, ich nehm SpongeBob jetzt. Spray ist gerade runtergesetzt. Mave, wenn du ein paar holen willst. Spray ist gerade runtergesetzt bei Lidl. Ja. Spray? 12. Lidl Company! Das ist eine Company. Ich bin jetzt SpongeBob. Mave auch. Hallo SpongeBob! Schöne auch? Folge. Euer lauter SpongeBob-Gesicht. Das sieht so dumm aus. Wir haben die Quote mal wieder erreicht. Guter Patrick? Guter Start. Ja. Nee, gibt aber nur SpongeBob. SpongeBob und sein Kumpel Hutbier. Es gibt auch nur Knuckles und kein Sonic. Bohnen einfach nur, oder was? Verstehe ich nicht. Also das ist nicht komplett lost. Was ist dieses Meme-Gesicht, dass der... Mach die Lugen da auf! Da schlüpft's aber los. Oh, wenn ich den Eismann höre, dann kann ich mir nicht helfen. Fuck, ich kenne nicht was. Och Mann, ich wollte Spraydose haben. Moggy, ich möchte noch kurz wissen, nicht, ob ich gerade sehr traumatisiert aussehe. Ich glaube, der Container nimmt das nicht an. Ja. Okay. Herr Fully kann nicht sprayen, der ist 60 Jungs. Dann mach ich halt Musik Game damit. Boy. Okay. Nein, ich bin. Warum kann ich nicht sprayen? Also bei mir sprayt ihr alle gerade.
Was ist denn das Imposter? Wie sieht's aus? Das ist einfach nur ein komplett schwarzer Anzug und du hast dann so ein Among Us-Männchen vorn drauf. Shit! Jawohl. Spray kann man nicht nachladen, oder? Du musst Q drücken. Nein, R. Ich glaube, wir können starten, ja. Let's go. Johnny? Johnny! Johnny! Jungs, ich hab so viel Spaß. Er hat so viel Spaß, der Johnny. Er merkt halt nicht mal. Wer ist er denn? Ich bin verboten. Können wir starten, jo. Ich würde echt gern sehen, was du gemalt hast. Ich hab Tadeus daneben gemacht. Oh. Yeah. Das war wieder und eigentlich wollte ich noch einen Pfeil drauf machen, wo Loser steht, aber naja. Naja. Ja. Beim nächsten Mal sehen wir, wer die echten Loser sind. Oh ja! Yeah. Und Morgi ist nicht einmal gestorben. Ja, ich bin nicht einmal gestorben. Richtig. Aber kann ich Morgi jetzt vortauen und die Folge beenden? Au. No. Au. Das macht mir keinen Schaden. Okay. Ich bin aus Metall. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hab dann. Tschüss. Tschüss. Mein Flash wäre auf Twitch. Du hast dich wieder entmutet. Er hat sich den Fettfinger.